Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich endlich mit euch mein Rezept für diese vegane Erdbeertorte teilen zu dürfen. Ich habe wirklich so lange daran gearbeitet und endlich ist es perfekt geworden. Ich will auch nicht lange drum herumreden, wir kommen direkt zu den Zutaten. Für den Teig brauchen wir jetzt einfach ganz normal Mehl sowie Backpulver. Dann brauchen wir Zucker, Vanillezucker, dann Raps- oder Sonnenblumenöl und Sprudelwasser. Und die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten findet ihr auch nochmal unten in der Infobox aufgeschrieben. Ansonsten können wir direkt loslegen. Wir vermengen als erstes jetzt einfach Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker kurz in einer Schüssel mit dem Schneebesen. Schließlich kommen dann die flüssigen Zutaten, das heißt einmal Öl und Sprudelwasser dazu, einmal kräftig verrühren und damit wäre der Teig auch fertig. Ihr wisst, beim veganen Teig immer nur so lange verrühren, bis sich alles gerade so verbindet. Wir wollen ja, dass das Ganze noch später fluffig bleibt. Ansonsten den Teig jetzt einfach 3 Minuten an der Seite stehen lassen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure 20 cm Springform mit etwas Backpapier auskleiden. Nach 3 Minuten bilden sich dann auch so Blubberbläschen auf der Oberfläche vom Teig. Dann könnt ihr den weiterverarbeiten, also einfach einmal in die Springform einfüllen, glatt streichen und backen. Vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze dann für ca. 25 bis 28 Minuten backen. Gerne die Stäbchenprobe machen, wenn nichts mehr hängen bleibt, ist der Kuchen durch und muss natürlich einmal vollständig auskühlen. Für unsere leckere Vanillecreme brauchen wir jetzt einmal vegane Schlagsahne. Ich habe jetzt die von Rama. Wichtig, bitte die zum Aufschlagen kaufen, es gibt nämlich auch eine zum Kochen. Ansonsten brauchen wir Sahne steif, dann noch Puderzucker und Vanilleextrakt. Die Zubereitung geht auch super schnell. Wir schlagen als erstes die kalte vegane Schlagsahne mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe für anderthalb bis circa 2 Minuten fast steif. Ihr werdet sehen, dass das wirklich recht schnell fest wird. Anschließend gebt ihr dann einfach nur noch Sahne steif, Puderzucker und Vanilleextrakt dazu, rührt das auch nochmal kurz ein und damit wäre dann die Creme fertig. Als nächstes dann den Spring vom Rand kurz vom Kuchenboden lösen, damit wir einfach später das Leichte abkriegen. Dann wieder natürlich drum herum setzen und jetzt da einmal auf den Boden die komplette Creme verteilen. Die Torte dann so einmal für eine gute Stunde kühlen, damit sie fest wird. Anschließend dann einmal Erdbeeren waschen, gut abtrocknen, das ist wichtig, damit sie jetzt nicht auf der Creme bewässern und schließlich dann einmal entweder vierteln oder auch in 8 teilen, wenn die halt zu groß sein sollten. Wichtig ist, dass jetzt eure Erdbeeren eben jetzt nicht zu groß auf der Torte liegen, ansonsten kann man sie dann nicht schön anschneiden später. Oberfläche dann schön mit den Erdbeeren bedecken und kleinere Lücken auch unbedingt füllen. Die Torte kurz in den Kühlschrank stellen und in der Zwischenzeit ein Päckchen roten Tortenguss mit Erdbeergeschmack nach Packungsanleitung zubereiten und dann nur noch vorsichtig auf die Erdbeeren verteilen. Ich habe jetzt auch nicht den ganzen Tortenguss verwendet, weil das einfach viel zu viel gewesen wäre. Also ich habe ungefähr so ein Drittel einfach beiseite gelassen und für ein anderes Projekt genutzt. Genau, ansonsten so die Torte jetzt unbedingt für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sie einfach schön fest werden kann und auch durchzieht. Nach der Kühlzeit dann einmal vorsichtig mit einem Tortenringmesser oder einem dünnen Messer am Rand der Springform entlangfahren, dann den Rand einmal entfernen und ja, so könnt ihr die Torte direkt servieren und genießen. Leute, ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich jetzt sage, dass das die allerleckerste vegane Erdbeertorte auf der Welt ist. Also ich bin super stolz auf dieses Rezept. Ich habe echt 3 Anläufe gebraucht, bis ich das so perfekt hinbekommen habe.
Und diese Torte kann auch definitiv mit normalen Erdbeertorten mithalten. Also da habe ich echt keinen Zweifel. Probiert es einfach unbedingt selber einmal aus. Ihr werdet es lieben, wirklich. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten stehen wie immer nochmal unten in der Infobox. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle sehr über ein Däumchen nach oben und über ein kostenloses Abo von euch freuen, falls ihr einfach keine Rezepte mehr von mir verpassen wollt. Und ja, das war's dann von mir für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!